Und wieder ein neuer Tag bei Animal Crossing Happy Home Designer. Ich bin gespannt, was Melinda heute für uns hat. Ah, guten Morgen, Yumi. Melinda ist auch gerade angekommen. Oh, Yumi, guten Morgen. Hast du schon die Neuigkeiten vom Stadtamt gehört? Die Schule kam so gut an, dass weitere Bauprojekte genehmigt wurden. Genehmigt wurden ein Krankenhaus, ein Café und ein Laden. Ganz gleich welcher Art. Die Blaublätze, irgendwie braun und blau, irgendwie, ich weiß nicht. Ich möchte vielleicht so alle hier zum Alkoholismus unterschwellig überführen. Ich weiß nicht genau, warum ich mich immer so komisch verlese. Die Bauplätze sind bereits ausgewählt, doch du entscheidest, was zuerst gebaut wird. Ich wünsche dir viel Glück mit den drei Projekten. Ganz gewiss wirst du das Beste daraus machen. Ich bin mal gespannt, aber mal gucken. Ich bin auch gespannt, ob ich jetzt lernen kann. Was möchtest du tun? Lernen. Willkommen beim Studienbuch der schönen Häuser. Zu welchem Thema möchtest du dich fortbilden? Seminar Decke? Fenster intensiv, Grundkurs Design. Aha. Typveränderung total. Das mache ich mal. Das kostet auch am meisten. Oh. Reicht es dir nicht mehr aus, nur Häuser zu gestalten, sondern willst du auch dein eigenes Aussehen verändern? Ach so, das ist. Ach so. Dann ist der Frisurenstuhl genau das Richtige für dich. Erlaubt dir, Haarfarbe, Frisur und Gesicht nach Belieben zu ändern. Setz dich dazu einfach auf den Stuhl und schon kannst du die Veränderung. Ach so. Du kannst nun die Frisur. Ja, okay. Ich habe gehofft, dass ich da vielleicht den Style von den Möbeln ändern kann. Und das geht ja auch bei dem Spiel mit Björn, dass der dann auch einige Farben verändert von den Möbeln. Ja, okay. Gut, dann gucken wir mal, womit wir anfangen. Ich gehe einfach mal los und hoffe, dass mir irgendwas Schönes ins Auge springt. Interessant. Ich brauche ein Büro. Und du? Rokokobuden sind cool. Sie sehen so gothic-mäßig aus. Ja, die sind wirklich cool, aber wir gucken erstmal. Das ist die Schule, ne? Was bist du? Du bist irgendwas. Oh, ich weiß nicht, was du bist. Was ist hier? Kann ich da nicht inter. Oh, du bist aber auch neu. Was bist du? Ah, sie will es Fernost gerne haben. Ich bin gerade unsicher. Wie komme ich jetzt zu den anderen Sachen? Möchtest du deinen Kunden besuchen? Berühre Kunden besuchen. Eigentlich möchte ich nicht meine Kunden besuchen. Was ist das jetzt hier? Ja. Ich möchte eigentlich. Vielleicht muss ich ja mit Melinda reden. Wir gucken mal. Schauen wir mal. Ich rede sie an. Ich spreche sie einfach mal an. Ah, hallo Yumi. Du möchtest sicher einsehen, welche Projekte gerade gebaut werden können. Bitte sehr. Okay, dann bauen wir mal ein Krankenhaus. Mit dem Touchscreen siehst du, was zu dieser Einrichtung dazugehört. Könntest du dich darum kümmern? Ein Wartezimmer, ein Sprechzimmer und eine Krankenstation. Wow. Überlass das mir. Das wird ein richtig langes Projekt, glaube ich. Sehr schön, dann lass uns doch gleich mal zum Baugelände gehen. Yeah, okay, wir mussten also doch zu Melinda gehen. Ich dachte, ich kann da irgendwie selber hingehen und einfach mal anfangen. Ich weiß auch nicht, wieso. Okay, wir fangen einfach an. Du beginnst am besten damit, dass du das Außendesign festlegst, okay. Das ist echt schwer. Ich hätte jetzt spontan auf das hier getippt. Aber das ist mir doch dann zu krass. Ich glaube, ich nehme das hier. Okay. Wunderbar. Lass uns mit der Planung der Innenrichtung fortfahren. Na klar, machen wir das sehr gerne. Ich bin schon bereit. So sieht das Gebäude von innen aus. Dieser Raum wird das Wartezimmer. Von hier aus erreicht man das Sprechzimmer und die Station. Für jeden Raum gibt es andere Vorgaben. Achte daher gut auf deine Unterlagen. Dann will ich dich arbeiten lassen. Viel Erfolg. Das ist ja geil. Jetzt können wir sogar schon mehrere Räume machen. Das ist das Wartezimmer. Wir gehen einfach mal schon mal überall rein und gucken uns das erstmal alles allgemein an. Sogar schön mit Schiebetüren. Oh mein Gott, ich bin gerade richtig geflasht. Okay, was ist das?
Das ist das Sprechzimmer. Okay, Melinda, geh mal bitte weg. Oh, wie süß sie hinterherkommt. Ah, ich liebe es. Okay, gut, dann gucken wir nochmal jetzt hier. Diese Animationen sind aber wirklich echt lange, ne? Also das ist gerade ein bisschen nervig. Und dann wird das jetzt hier die Station sein. Aber ich schätze mal, die wird genauso groß wie das Sprechzimmer dann am Ende. Nein, die ist sogar größer. Ah, interessant. Die ist sogar ein ganzes Stück größer. Wofür ist doppelt so groß? Wow, okay, gut. Alles klar, da habe ich mir jetzt erstmal einen groben Überblick gemacht. Das ist ja wirklich süß. Das gefällt mir richtig gut. Dass man eben nicht immer nur diese quadratischen Zimmer von den Bewohnern macht, sondern auch hier wirklich Gebäude einfach. Okay, gut. Das Wartezimmer, da gucken wir mal in die Vorgaben. Nein, das sind nicht die Vorgaben. Sind das die Vorgaben? Wartezimmer, Stuhl fünfmal und einen Tresen bzw. einen Schalter. Gut. Wartestühle quasi. Okay, was für eine Art von... Ja, man kann das auch auf Klostühle setzen, aber das ist, glaube ich, schon ein bisschen doof. Einzelstühle, also Sofas, glaube ich, ist auch nicht so ideal, wobei das hier unten ganz nett aussieht. Ich denke mal, so einfache Stühle werden schon das Beste sein. Oder... Ja, ich glaube, ich mache lieber so Einzelstühle. Das hier sind... Also was ist das hier? Was ist das? Warteraum-Couch. Wobei die mir eigentlich doch ganz gut gefällt. Nehme ich, glaube ich, doch lieber die Warteraum-Couch, ne? Na gut. Nehmen wir die. Ja. Nehmen wir erstmal 4 Stück davon. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es aufbauen möchte, aber das wäre ja schon mal ein guter Anfang. Nehme ich mal an. Okay, gut. Als nächstes brauchen wir noch einen Tresen. Stuhl 5. Zählt das jetzt nicht? Ich weiß nicht. Tresen und Schalter. Was bist du? Ein Empfangsschalter? Nee. Das ist Marag? Nee. Eine Rezeption. Ist das jetzt weg? Tresen. Ach so, das zählt noch nicht, weil das... Ach so. Aber da sind noch 2 Plätze drauf frei. Ich dachte jetzt... Das ist ja doof. Na gut. Ich möchte aber gerne das als einheitlich haben. Deswegen habe ich jetzt so oft den gleichen genommen. Kann man... Muss ich halt mal gucken. Ich dachte jetzt so. Dass man sich dann so dahinter stellen kann. Ich frage mich, ob man da was draufstellen kann auch noch. Muss ich schon auf jeden Fall mal probieren. Gut. Dann geht es jetzt hier daran. Gottchen. Bin ich mal gespannt, ob ich das ja alles unterkriege. So... Nee, jetzt habe ich jetzt zu viel gedreht. So. Huch, das wird jetzt wirklich schwierig, ne? So. Das ist natürlich auch doof. Ganz so zufrieden bin ich damit jetzt natürlich nicht, ne? Das ist echt schwierig gerade für mich. Ich könnte natürlich auch jetzt hier so zusammenschieben. Ja, das kann man ja so machen, genau. Ja, ich kriege das schon irgendwie hin, so. Ich mache jetzt auch erstmal jetzt noch einen Boden und so, weil das sieht gerade echt fürchterlich aus. Das erschwert es irgendwie auch für mich immer jedenfalls, sich das alles auch vorzustellen. Okay. Wartezimmertapete. Warum nimmt man denn nicht einfach die Wartezimmertapete fürs Wartezimmer? Was ist das? Minimalwand. Aber irgendwie mag ich die Wartezimmertapete nicht so ganz. Sowas ist schon irgendwie mehr okay. Oder so. Oder so. Ich glaube schon die Minimaltapete. Oder nein. Oder so. Das finde ich irgendwie auch voll schick. Ich meine, es muss doch nicht jetzt die Wartezimmertapete sein. Das ist mir jetzt so ein bisschen zu bäh. Sowas, das sieht halt eben auch so schön klinisch aus, so ein bisschen. Ist jetzt vielleicht jetzt auch nicht so das, was man jetzt so denkt, so yeah, aber oder so. Das sieht eigentlich auch ganz nice aus, oder? Wir können natürlich jetzt auch hier kurz... Das sieht eigentlich auch schick. Boah, das ist gerade voll schwer. So. Oder so. Oder so. Mensch. Blockhausboden. Oder so. Nee, das finde ich jetzt nicht so gemütlich.
Nee, das auch nicht. Soll schon so gefliest sein oder so. Ich weiß nicht. Nee, das nicht. Also wenn schon... Nee, das ist vielleicht... Das ist voll schwer. Ich nehme erstmal das hier. Das hat so einen schönen grünen Touch. Das ziehe ich jetzt einfach mal so aus Spaß durch. Just for the Lulz. Ich könnte ja ganz sneaky sein. Bin ich mal ganz sneaky. Ich werfe mal eins weg. Und guck mal in die Vorgaben. Stuhl. Könnte ich vielleicht... Ich könnte ja, ich habe die Idee. Ich bin ein Füchslein. Das geht gar nicht. Ich bin zu clever für diese Welt. Ich könnte ja. Oh. Tada! Und da kann man sich gar nicht draufsetzen, scheiße. Aber das ist halt eben so für die Rezeption quasi, wisst ihr? Versteht ihr? Versteht ihr? Das zählt doch auch, oder? Das zählt. Sehr gut. Ist doch geil, oder? Dann ist es auch wieder so schön symmetrisch. Dann kann man so rein, dann kann man sich dann hier so voll cross hinsetzen. Und das ist eigentlich ganz cool, finde ich. Mir gefällt es so eigentlich bisher ganz gut. Natürlich fehlt es natürlich... Also, ja, es fehlt jetzt hier total am Feinschliff, muss man schon sagen. Wie Betten brauchen wir jetzt hier nicht. Nope. Vielleicht hier? Ist hier was dabei? Gibt es aber schon irgendwie auch sowas wie Zeitschriften. Hier sowas. Zeitschriftenregal. Damit man was lesen kann, während man... Ups, das wollte ich nicht. Und während man wartet, geht man so hin und denkt sich so, ja, das oder das oder das. Und setzt man sich dann so hin und liest halt, ne? Das ist, ja, halt so typisches Warteraumzeug, ne? Und ein paar Pflanzen und habt ihr nicht gesehen. Vielleicht auch was für die Kinder zum Malen oder so. Gibt's ja auch so kleine Tische, wo sich dann die kleinen Kinder dann dran beschäftigen. Muss ich mal noch gucken. Das gibt es hier bestimmt auch. Laptop und so. Musik und sowas ist eigentlich immer sehr ungern gesehen. Waschbecken noch nicht im Vorraum. Was ist das? Eine Badematte. Nee, brauchen wir jetzt auch noch nicht. Ja, Licht bräuchten wir eventuell. Das wäre eigentlich gar nicht mal so eine schlechte Idee. Die Frage ist, was nehmen wir denn da? Oh, ja, genau. Hier noch sowas wie eine Garderobe. Ein kleiner Kletterständer. Hier so. Man sich hier quasi... Mensch, was wird denn noch nice hier? Ich könnte es auch... Komm, ich lasse das jetzt hier so. Ich mache das schon noch. Kann man jetzt eigentlich... Die Frage ist... Papierkorb würde ich eigentlich auch gerne noch irgendwo hinstellen. Das ist auch nicht wieso. Ich habe irgendwie das Bedürfnis, hier Papierkorb hinzustellen. Ich fange einfach erstmal an, schmeiße alles hier rein und dann guck mal, ne? Könnte ich jetzt eigentlich... Ja, es geht sogar. Ich lege erstmal irgendwas hin. Wobei, nee, da gibt es auch Besseres. Muss ich das jetzt nicht hinlegen? Heizkörper, ja, wäre eigentlich auch nice, aber... Guck mal. Was ist das hier eigentlich alles? Das ist eine Zwischenwand. Das ist eine Glastrennwand. Glastrennwände brauchen wir ganz bestimmt nicht. Okay, ja, Pflanzen auf jeden Fall, ne? Also eine Pflanze ist was ganz Wichtiges. Das bringt halt immer so dieses Feeling, dass man sich so ein bisschen geborgen fühlt und so, ne? Ich hab immer noch... Essen jetzt nicht so unbedingt... Das Münztelefon, nein. Hier sowas ist Schirmständer. Das war eigentlich schon eine geile Idee, oder? Mal ganz kurz. Dann machen wir den Mülleimer mal hier so daneben. Das ist zwar nicht ganz perfekt, aber ich hätte halt schon gerne, da mache ich die Garderobe hier hin. Mit dem Schirmständer. Das gefällt mir nämlich gerade total gut, die Idee. So. Sehr schön. Wobei, da kann man den Mülleimer auch wieder hier hin. Falls sie halt eben irgendwas haben, falls sie Schnupfen haben und da ihre Taschentücher reinwerfen müssen oder so, ist halt eben, finde ich, jetzt auch wichtig, auch für die Hygiene. Ablagebox, nein. Hier alles ist schon alles so für dahinter. Was ist denn das? Erste Hilfekasten. Ja, hier sowas. Sowas hier. Hausaufgabenset. Ist zwar jetzt in Anführungszeichen Hausaufgabenset, aber das kann man auch so. Falls sie halt so, wenn man Termine macht, so zum Reinschreiben für die Sprechstundenhilfe und so, ne? Kennt man ja. So. Gut, machen wir mal weiter. Mal gucken.
Nein, das alles brauchen wir jetzt momentan noch nicht. Nein, 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 nein. Was ist das? Medizin? Nee. Hier, das hatte ich mir überlegt. Mal gucken. Vielleicht mache ich das sogar. Eine Sekunde. Ups, das wollte ich nicht. Nein, 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 stopp, zurück. Kurz überlegen, was ich schon mal wollte. So. einen kleinen Tisch, ne? So ein ganz kleinen. Hier ist sowas vielleicht sogar, ne? So. Dann kann man hier so ein bisschen Mahlzeug. Halt eben so für die Kleinen, ne? Das ist wirklich oft so in verschiedenen Wartezimmern, dass da für die Kinder halt eben extra noch so eine kleine Ecke ist. Wo die halt dann sich ja hinsetzen und malen können. So. Dachte ich mir jetzt, dann können sie schon da hinsetzen und dann. Und dann die Mutti kann dann daneben sitzen und halt eben aufpassen, dass das Kind jetzt hier nicht alles in Flammen aufgehen lässt. Was weiß ich. Was halt Mütter so machen, wenn sie auf die Kinder aufpassen. So, soweit eigentlich bin ich jetzt ganz zufrieden. Oh mein Gott, die ganzen Ränder sind vollgestellt. Ja, und vielleicht. Ja, vielleicht noch einen schönen Teppich so in die Mitte. Ich weiß ja nicht. Ist doch wieder so grün, ne? Grün ist ja gerade so der Shit hier in den Raum. Nee, das ist, glaube ich. Nee, ich glaube, der ist zu krass. Nee, den kann man nicht nehmen. Der ist viel zu dunkel. Der passt zum Rest Gesamtbild nicht. Dann vielleicht sowas. Auch mal in der M gucken. Nee, das ist jetzt hier wieder. Ah, es ist nicht, nicht symmetrisch rein. Und mir passt auch farblich überhaupt nicht. Was irgendwie schade ist. Weil der mir eigentlich auch ganz gut gefallen hat. Aber so an sich was Neutrales gibt es jetzt hier nicht. Schade eigentlich. Na gut. Gut, das hänge ich an die Wand. Kann man ja auch noch gucken. Was ist das? Aushang. Aushang ist eigentlich auch eine gute Idee, aber erstmal eine Pinnwand für die Frau. Ups. Für die Frau oder Mann, der hier arbeitet. So, Aushang macht sich, glaube ich, hier ganz gut. Ups, nein, falsch. Ich bin falsch. Zurück. Ja. Wo war es da? Nein. So. Hier ist der Aushang, genau. Genau, perfekt. Das ist halt eben auch so, wann sie geschlossen haben oder dass es hier die und die Impfung gibt und bla bla bla. Das kenne ich jedenfalls so von den Ärzten, bei denen ich immer war. Gut, was man hier noch so machen könnte. Was haben wir denn hier noch so? Ja genau, ein Wandlautsprecher, wenn sie halt eben dann den nächsten aufrufen. Also finde ich jetzt wichtig. Den, wo tue ich mir mal hin? Den kann ich eigentlich hier so direkt ins Besprech. Das sieht jetzt so jetzt doof aus. Ich kann den aber da drüber hängen, hä? Ja. Sehr gut. Eine Uhr brauche ich auf jeden Fall auch, damit sie wissen, wie spät es ist. Eigentlich wäre es am besten, wenn die. Kann ich das? Ich mache immer das Falsche, ich bin voll doof. Kann ich eigentlich eine ganz neutrale Uhr möchte ich am liebsten nehmen? Hier sowas. Eine Bürouhr. Kann ich die? Die kann ich nicht hier drüber hängen, ne? Nee, das geht nicht. Ich kann die. Die mach jetzt weg. Ich kann die hier hinhängen. Gut. Das hat eben sehr, wie lange sie schon warten. Und mir war es auch wichtig, dass alle hingucken können. Wenn ich zum Beispiel hier hin, wenn ich jetzt hier die Wand hängen würde, könnten Leute, die hier sitzen, nicht so leicht drauf gucken. Deswegen habe ich da gerade Wert drauf gelegt. Okay, Platten, die neues. Ein schönes Bild darf natürlich nicht an der Wand fehlen. Das ist natürlich jetzt hier so. Gehört ja irgendwie dazu, dass man sich irgendwas anstarren kann. Wenn man. Während man gerade nichts tut. So. Die Klamotten brauchen wir hier nicht hängen. So, was haben wir denn jetzt hier noch so? Fernosturkunde, eine Urkunde vielleicht? Irgendwie so ein Diplom vom. Ja, da haben doch auch damals alles zugehangen und so, ne? Das ist doch immer so. Kann man das auch vielleicht hier so hinhängen? Sind sie, oh ja, ist ein guter. Ist ein guter Arzt, wo ich jetzt hier bin. gut, dann schaue ich noch, ob ich jetzt hier noch. Ja, hier so ein paar. Ja, ein paar Blümchen vielleicht noch. Also eine einzige Pflanze ist ja schon ein bisschen. Ja.
Kann ich hier so drüber hängen? So. Und hier würde ich gerne vielleicht nochmal den anderen Strauch drüber hängen. Der hier. Efeu-Pflanze. So mittig, so schön, ja. Und schön hell. Und das gefällt mir so eigentlich ganz gut. Ich denke, das wäre ein Warteraum, wo ich auch gerne drin sitzen würde. Finde ich eigentlich soweit ganz nice. Gut. Alles klar. Auf zum nächsten Raum. Ach, erstmal wieder anders hinsetzen. Und mit dem geht es allerdings erst in der nächsten Folge weiter. Wenn es wieder heißt, wie mir Let's Play. Oh, das Sprechzimmer. Let's Play Animal Crossing Happy Home Designer. Freut euch schon mal drauf. Bye.